Der Weltraum, unendliche Weiten, dies sind die Abenteuer der Crew der ISS Game 2, die in der Sommerpause fremde Galaxien nach Spielen durchgesucht haben, die noch nicht besprochen worden sind. Bitches. Mann, du hast geschummelt. Stimmt's, Basti? Basti? Ja, Sie haben völlig recht, Captain. Ich hab's genau gesehen. Was machst du eigentlich so lange? Wie lange kann das denn dauern, so ein blödes Game da aus dem Asteroiden rauszuklöppeln? Der Game-Struid besteht zu 96,6% aus Gestein. Das ist nicht leicht, da durchzukommen. Captain, das ist irgendwie voll der Notruf. Auf den Schirm. Cool. Junge, der gelbe Knopf. Mozzarella sei Dank, wir sind die Margatianer vom Volk der Fladen. Unser Schiff ist an Brühe. Ihr müsst uns helfen. Bei Gott, Captain, wir müssen Ihnen helfen. Langsam jetzt erstmal. Was springt denn für uns dabei raus? Sie sind so ein böser Captain. Was? Keine Ahnung. Wir haben noch ein paar nicht verbrannte Strategiespiele, die wir euch schicken können. Ja, dann lass mal sehen. Captain, die Spiele treffen ein. Dann schauen wir mal, was sie uns geschickt haben. Spiele mit Warhammer 40k-Lizenz gibt's viel zu viele und deren Namen sind so gut wie immer viel zu lang. Aber Warhammer 40k Chaos Gate Demon Hunters ist eine Ausnahme. Kannst aussprechen, mach's auch nicht. Okay, der Name jetzt vielleicht nicht gerade, aber dafür das Spiel. Das ist nämlich echt gut geworden und zählt locker zum Besten, was Warhammer Games technisch je hervorgebracht hat. Das Taktik-RPG-Gameplay passt perfekt in die düstere Warhammer-Welt, in der jede falsche Entscheidung die letzte sein kann. Die riesigen Supersoldaten namens Grey Knights sind nicht nur verdammt cool, sondern bieten mit ihren psionischen Fähigkeiten auch spielerisch genug Tiefgang. Und das Fortschritts- und Belohnungssystem ist komplex und motivierend und bietet reichlich Potenzial zum Rumtüfteln und Abtauchen in Menüs. Sogar die Präsentation kann sich sehen lassen. Coole Charaktere, Cutscenes, schicke Effekte, nicht top-notch, aber alles so, wie es sein soll. Das einzige Problem, der Schwierigkeitsgrad. Dieses Spiel wird euch auffressen, genüsslich auf euch rumkauen und verächtlich in die Ecke spucken. Vor allem die ständig nachspawnenden Gegnerwellen können euch das Leben wirklich zur Hölle machen. Und wenn ihr nicht darauf achtet, genug Ritter in der Reserve zu haben, könnt ihr euer Spiel auch schnell mal komplett gegen die Wand fahren. Aber hey, ist halt Warhammer. Da werden keine Gefangenen gemacht. Yes, good. That will do for now. Und dann wäre da noch Dune Spice Wars, ein globales Strategiespiel mit Echtzeitelementen im Universum von Frank Herberts Dune-Roman und befindet sich zurzeit im Early Access. Vier Fraktionen kloppen sich um die Vorherrschaft auf dem Planeten Arrakis. Und Sandwürmer sind natürlich auch mit dabei. Strategieexperten unter euch können sich darauf einstellen, Städte individuell den eigenen Vorhaben anzupassen und neben dem sagenumwobenen Spice diverse wichtige Ressourcen abzubauen. Es gilt, Technologiebäume clever zu kombinieren, Agenten auf Missionen zu schicken, zu handeln und im Landsrat die globale Politik zu beeinflussen. Zwar ist nicht jede Option im Spiel gleich wirkungsvoll, aber alle fügen sich gut ins Dune-Universum ein. Allerdings ist die Lernkurve sehr steil und kann am Anfang überwältigend sein. Nee, komisch, hab ich nicht. Deine Dummheit unterscheidet leider meinen Datentransfer. Der Echtzeitpart von Dune Spice Wars ist aber nicht überfordernd, da ihr jederzeit den Pauseknopf betätigen und in Ruhe planen könnt. Außerdem sind die Kämpfe im Vergleich zu Spielen wie StarCraft oder Age of Empires deutlich weniger komplex. Dass weniger, aber manchmal mehr ist, beweist auch der minimalistische Artstyle von Dune. Der zieht sich bis in die klar gestalteten Menüs durch und wird untermalt von einem tragenden Weltraum-Opern-Techno. Die Early Access Version hat mit dem frisch dazugekommenen Multiplayer und zahlreichen Updates viel Potenzial. Wenn an der Balance des Spiels bis zum Full Release noch etwas geschraubt wird, sollten sich Genre- sowie Dune-Fans schon mal einen Abstecher in die Dünen von Arrakis im Kalender eintragen. Ich will euch ja nicht warnen, stressen, wollen, aber wegen von Brenny. Ja, das sehe ich selber. Wenn ihr nicht mal ein paar Spiele bald mal rüberwachsen lasst, dann retten wir hier niemanden. So ein böser Captain. Ich habe noch ein paar Strategiespiele gefunden, die Girls. Sag mir dem Mädchen, dass sie gar nicht so verkehrt ist. Captain, weitere Spiele treffen ein.
Songs of Conquest möchte ein Loch in euren Herzen stopfen, von dem ihr gar nicht wusstet, dass es existiert, weil euch erst durch die Nennung des Spiels Heroes of Might and Magic 3 wieder einfällt, wie geil diese Strategieperle von Anno dazumal auf dem PC war. Klar, ihr könntet jetzt natürlich die olle Complete Edition kaufen, aber... Neu ist immer besser. In bester Heroes-Manier erkundet ihr als sogenannte Hüter, das sind magische Heldinnen und Helden, die Oberwelt. Gleichzeitig baut ihr euer Reich aus und verwaltet eure Ressourcen. Natürlich seid ihr nicht alleine auf der Karte unterwegs. Es gibt Monster, neutrale Truppen und Hüter anderer Reiche, die ebenfalls nach Macht streben. Deswegen kommt es regelmäßig zu taktischen Auseinandersetzungen, die auf einem gesonderten Hexfeld-Kampfgebiet stattfinden. Die Reibereien sind gerade wegen des Magiesystems taktisch anspruchsvoll und spielen sich angenehm flott, auch wenn die KI noch ausbaufähig ist. Das optisch wirklich gelungene Songs of Conquest befindet sich momentan noch in einer frühen Early-Access-Phase. Schon jetzt bietet das Spiel allerdings zwei Kampagnen, Scharmützel im Single- oder Multiplayer, sowie einen Karteneditor. Nicht schlecht. Man darf gespannt sein, wie sich das Spiel bis zum vollständigen Release weiterentwickeln wird. Auch wenn es sich vielleicht erstmal so anhört, geschlafen wird in Citizen Sleeper nur wenig. In dem Cyberpunk-Adventure sind Sleeper nämlich synthetische Wesen, in die ein Bewusstsein eingesetzt wurde. Warum? Natürlich, um die Arbeit anderer übernehmen zu können. Das Problem ist nur, dass die Sleeper dafür regelrecht ausgebeutet werden. Ihr selber seid einer von ihnen, schafft es aber zu fliehen und landet auf dem Erlen's Eye, einer Raumstation, auf der ihr Arbeit und eine Unterkunft findet. Da euer Bewusstsein euren künstlichen Körper jedoch abstößt, braucht ihr dringend Hilfe. Und das kostet. In Citizen Sleeper geht es also darum zu überleben. Und das Tag für Tag. Dabei wird alles nur über wenige Bilder und vor allem Text erzählt. Die sind zwar auf Englisch, aber sehr einfach gehalten und unglaublich gut geschrieben. In diesem Cyberpunk-Abenteuer muss man nicht durch neonbeleuchtete Straßen laufen, um in das Geschehen hineingesogen zu werden. Das passiert hier alleine schon durch die Textebene. Das Spielprinzip wurde von Tabletop-Games inspiriert und das merkt man auch. Jeder Tag beginnt mit einer neuen Anzahl an Würfelzahlen. Je höher die Zahl, desto höher die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs bei einem Vorhaben. Ihr könnt selbst entscheiden, in was ihr die Zahlen investiert. Freizeit, Nebenquests, Arbeit, alles hängt von euch ab. Und genau das ist es, was Citizen Sleeper so interessant macht. Durch die verwirrenden Tutorials kann es zu Beginn zu Startschwierigkeiten kommen. Für das besondere Gameplay und die mitreißende Story lohnt sich ein Besuch auf Erlen's Eye aber allemal. Was kommt noch rein? Ah ja. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, och nö, nicht noch so ein Muso-Spin-off von einem populären Franchise. Weckt mich, wenn's vorbei ist. Falsch! Fire Emblem Warriors Three Hopes hat zwar das bekannte 1000 schwächliche Standardgegner weghacken und Kopf ausschalten Gameplay, was wir von dem Genre kennen, bietet aber noch weit mehr als das. Wer das Hauptspiel Three Houses gespielt hat, erhält hier das perfekte Muso-Gegenstück dazu. So gut wie alle Features wurden in identischer oder angepasster Form integriert. Die Wahl eines Hauses, das Pflegen von Beziehungen, Geschenke schenken, kochen, kleine Minijobs erledigen, alles drin. Es gibt sogar eine alternative Story im selben Universum, bei der Byleth, Held bzw. Heldin von Three Houses, auf einmal unser Feind ist und die kann sich sogar sehen lassen. Ganz so poliert wie im Hauptspiel ist das zwar alles nicht, trotzdem überraschend, wie viel Arbeit hier allein in Dialoge und Vertonung geflossen ist. Und im Kampf spielt sich das Ganze auch komplexer, als man auf den ersten Blick vermuten könnte. Ihr müsst nicht nur stumpf alles weghacken, sondern auch eure Einheiten auf dem Schlachtfeld herumkommandieren und sie da einsetzen, wo sie am effektivsten sind. Ihr seid ständig am Multitasken, um parallel so viele Ziele wie möglich abzuschließen und darauf zu achten, dass all eure Kameraden am Ende heil ins Zeltlager zurückkehren. Und so wird aus einem scheinbar sinnlosen Gekloppe ein komplexer Echtzeit-Schlachtfeldmanager mit so vielen Mechaniken und Möglichkeiten, eure Einheiten aufzurüsten, dass euch stundenlang die Tutorials nur so um die Ohren klatschen. Wenn ihr es gar nicht so komplex haben wollt, seid ihr mit dem Vorgänger Fire Emblem Warriors vielleicht sogar besser beraten. Wer aber bereit ist, ein bisschen Zeit zu investieren, den können wir Three Hopes wärmstens empfehlen. Echt? Echt. Okay, Koro. Beam dich rüber und schau dir das mal an. Oh, wenn's sein muss. John, der grüne Knopf, ne? Ja, ist ja gut, Digga. Kann mir jemand kommen, Sir? Leute, ich glaube, das war eine Falle. Holy shit, wir müssen Koro zurückholen. Welcher Knopf war das nochmal? Der. Minimatz aktiviert. Ich, Captain, du Scheiße.
Captain, ich weiß nicht mehr, wie man beamt. Fuck. Ja, dann können wir wohl nichts mehr machen für Kuro, ne? Naja. Sie sind aber auch ein böser Captain. Die Game Two-Pizza ist fertig, Jukarus. Einmal Game Two-Pizza mit Käse! Jetzt habe ich Hunger. Oh, Entschuldigung. Sagen Sie mal, ich suche das Raumfahrermeldeamt. Das soll hier irgendwo in der Milchstraße sein. Ja, da sind Sie leider eine Galaxie zu weit. Das ist da vorne links. Oh, danke. Sehr freundlich. Basti, du sollst nicht drumherum schwatzen. Du sollst schürfen. Sorry, Captain. Zu Befehl, Captain. Oberhüttenbeamter im Verteidigungsmodus. Annaberg im Angriffsmodus und ich setze eine Karte. Damit hast du meine Flying-Karte aktiviert. 8 Eicheln? Mhm. Oh. Captain, irgendwas stimmt mit Chris nicht. Nee, ich kann gerade nicht. Hilfe! Was ist das denn, ey? Also, das war so. Wir wollten Pancakes machen, aber die Eier waren aus. Also bin ich zu Aldi gegangen, aber die hatten auch keine mehr. Außer eins. Das war sogar im Angebot. Ich dachte mir, ein Xenomorph legt aber krasse Eier, aber warum nicht? Naja, aber in dem Ei schien wohl schon was zu leben. Aber Chris und das Vieh haben sich halt direkt gut verstanden, also habe ich mir nichts dabei gedacht. Das ist ja ein Spiel. Wie geil. Und welches? Das ist My Time at Sandrock. Ein Lebenssimulations-, Aufbau- und Rollenspielmix im Early Access. Anders als im Vorgänger My Time at Porsche geht's jetzt aber in die Wüste, in der ihr eine kleine Werkstatt übernehmt. Und obwohl Sandrock gar nicht mal so groß ist, wird es nie langweilig. Irgendwas geht immer kaputt. Oder es kommen Aufträge rein wie: Bau doch mal in deiner Luschenwerkstatt einen riesen Kranlift. Klar, kein Problem. Dazu kommen Nebenquests, Freizeitaktionen mit Freunden oder Ruinen, die erkundet werden wollen. Hier findet ihr nicht nur Rohstoffe, sondern auch Überbleibsel einer untergegangenen Welt, mit denen ihr neue Gerätschaften für ein einfacheres Wüstenleben entwickeln könnt. Neben dem Technikverfall hat die Apokalypse aber augenscheinlich vor allem die Tierwelt beeinflusst. Oh, schau mal, ein normales Hühnchen. Tja, denkste. Und die Krähe hier verarscht einfach Leute, damit sie ihre Medikamente kaufen. Du durchtriebene kleine Ratte. Aber genau solche unerwarteten Situationen machen My Time at Sandrock auch ein wenig aus. Das Handwerksleben ist zwar hier und da etwas monoton, hat mich aber trotzdem abgeholt. Ich werde meine Werkstatt auf jeden Fall weiter ausbauen, Feste mit meinen Freunden feiern, die aussehen, als wären sie einer Kinderserie entsprungen, und bin gespannt, was das Spiel nach dem Early Access noch alles zu bieten haben wird. Meinst du, da sind noch mehr Spiele drin? Guck mal, richtig geile Spiele habe ich gefunden. Geil. Der erste Glücksgriff, den ich Chris aus dem Bauch gefischt habe, nennt sich Card Shark. Hier übernehmt ihr ausnahmsweise mal die Rolle des Schlitzohrs, um euch im 18. Jahrhundert durch kunstvollen Kartenbetrug an die Spitze der französischen Gesellschaft zu mogeln. Card Shark wirkt zuerst wie ein normales Kartenspiel, hat aber ein Ass im Ärmel. Ihr selbst nehmt an den Partien gar nicht teil, sondern manipuliert sie nur. Eure Aufgabe? Karten zinken und Signale an euren Komplizen senden, um die Kasse zu füllen. Die Betrügereien sind allesamt kleine Minispiele, die sich glücklicherweise kaum wiederholen. Bei den 28 verschiedenen Kartentricks kann man nur leider recht schnell den Überblick über die Abläufe verlieren. Oft hängt alles davon ab, ob ihr ein Quicktime-Event verkackt oder nicht. Schafft ihr es nicht, müsst ihr leider lange Dialoge nochmal komplett durchklicken. Solltet ihr mal sterben, könnt ihr in einer letzten Partie gegen den Tod selbst um euer Leben spielen. Verliert ihr auch hier, ist der Spielstand futsch. Aber genau das gibt einem das Gefühl, dass hier wirklich etwas auf dem Spiel steht. Card Shark ist ein unterhaltsam erzähltes Kartenspiel der etwas anderen Art. Und ich muss gestehen,
Irgendwie fühlt man sich schon ziemlich clever, wenn man alle an der Nase herumführt. Als nächstes habe ich hier noch was für alle Monsterschlechter. Zugegeben, Monster Hunter ist ein weirdes Spiel. Denn was macht man die ganze Zeit? Man verdrischt mit verrückten Waffen abgefahrene Bestien. Immer und immer wieder. Aber es macht halt auch einfach so viel Spaß. Und die Sunbreak-Erweiterung für Monster Hunter Rise unterstreicht das. Vorausgesetzt, ihr habt das Hauptspiel bis zum letzten Ungetüm durchgekloppt, denn sonst bleibt die Pforte geschlossen und der neue Meisterrang unerreichbar. Das richtige Monster Hunter Endgame sozusagen. Im DLC erwarten euch auch eine neue Kampagne, zwei neue Gebiete und neue Monster samt abgedrehter Variationen, auch wenn der Kader an Kolossen ruhig etwas üppiger hätte ausfallen können. Die gute Nachricht? Dadurch, dass ihr mit dem Wechselkunsttausch jederzeit zwischen zwei Angriffssets hin- und her schalten könnt und Waffengattungen wie die Gewehrlanze aufgepäppelt wurden, fühlt sich Sunbreak spielerisch vielfältiger an. Mehr Content ist bei Monster Hunter jedenfalls immer willkommen. Von daher erfüllt die Sunbreak-Erweiterung ihren Zweck. Bahnbrechende Neuerungen oder Veränderungen gibt es hingegen nicht. Sollten euch eure Jagdinstinkte aber immer noch antreiben, werdet ihr mit Monster Hunter Rise Sunbreak viele weitere unterhaltsame Stunden haben. Auch Chris weiß, aller guten Dinge sind drei und hat netterweise noch Sylt dazugepackt. Wer den Indie-Hit Limbo kennt, fühlt sich in Sylt direkt heimisch. Wie in der offensichtlichen Vorlage gibt es einen monochromen Grafikstil, eine düstere Atmosphäre und haufenweise Knobelaufgaben. Der größte Unterschied zu Limbo ist zum einen das Unterwassersetting und zum anderen die Fähigkeit des Tauchers. Ihr seid zwar grundlegend wehrlos gegen all die fiesen Fische und Seemonster, aber ihr könnt auch die Kontrolle über sämtliches Unterwassergetier übernehmen. Jedes Tierchen verfügt über einzigartige Eigenschaften und Fähigkeiten, womit ihr Umgebungsrätsel lösen müsst. Mit dem Hammerhai lassen sich zum Beispiel brüchige Wände einhämmern und mit dem Zitteraal Generatoren wieder aufladen. Auch wenn die meisten Rätsel durchaus gelungen sind, kamen wir bei einigen nicht um die gute alte Trial-and-Error-Methode herum, was das Spielerlebnis etwas gedrückt hat. Aufwärts geht es aber mit den zahlreichen Bosskämpfen. Die riesigen Monster sind klare Highlights und teilweise spektakulär inszeniert. Nur leider hat uns die Geschichte aber kaum in ihren Bann gezogen, da euch hier wenig wirklich erzählt wird. Ihr müsst euch aus Hinweisen in der Umgebung selbst ein Bild von der Story zusammenpuzzeln, was nicht komplett aufgeht. Trotzdem ist Sylt einen Tauchgang wert, wenn ihr auf atmosphärische Knobelspiele steht. Och nö, Chris ist tot. RIP. Ach Quatsch, das geht schon. Ich hab ein Pflaster. Oh Chris, Gott sei Dank, du lebst! Chris, Gott sei Dank, du lebst! Sag mal, haben sie dir eigentlich ins Gehirn geschissen oder was? Mir sind gerade Spiele aus der Brust geplatzt. Was freust du dich da so drüber? Ja, weil das unsere Mission ist. Jetzt stell dich mal nicht so an und opfer dich für die Gruppe. Stell dich mal nicht so an, sagt sie. Sag mal, Ruhe! Was ist das hier für ein Benehmen? Wir sind hier nicht bei Netzwelt! Langsam reicht's mir einfach mit euch beiden. Ihr geht jetzt ins Holodeck und lernt, wie man richtig zusammenarbeitet. Wir sind hier ein Team. Ja, klasse. Und was sollen wir jetzt hier? Herzlich willkommen zum Resozialisierungsprogramm der USS Game 2. Bitte beachten Sie die virtuellen Barrieren und lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Oh Mann, das ist irgend so eine Teambuilding-Kacke. Ey, guck mal. Sag mal, pennt der? Ich und schlafen! Ich bin Hologramm, ihr Dödel! Und hast du noch einen anderen Job außer Leute erschrecken? Na klar! Euch zu einem starken Team formen! Ja, das werde ich! Na, da hast du dir aber was vorgenommen. Und wie willst du das hinkriegen? Na, wie wohl? Durch Meditation und Disziplin! Hom? So ein Quatsch! Mit Koop spielen natürlich! Was denn sonst? Also jetzt setzt euch erstmal, nehmt deinen Controller in die Hand. Ich habe eine exquisite Auswahl herausragender Koop-Spiele für euch parat. Da finden wir schon etwas, was euch zusammenschweißt!
Zu Beginn probieren wir mal The Cycle Frontier aus. In dem könnt ihr euch nämlich erstmal etwas abreagieren und den Frust von der Seele ballern. Falls euch die Szenen hier gerade abschrecken. Ja, Jagers Free-to-Play-Shooter mag wie Escape from Tarkov ins PvPvE-Looten- und Ballern-Genre schielen. Es ist aber bei weitem nicht so stark auf Realismus getrimmt. Also keine Sorge, die Penetrations-Power-Werte von 149 verschiedenen Munitionstypen müsst ihr euch hier nicht merken. Im Spiel landet ihr auf dem Sci-Fi-Planeten Fortuna 3, wo ihr verschiedene Aufträge erfüllt und die Gegend nach Loot durchstöbert. Den zu behalten ist aber gar nicht so einfach. Neben diversen Monstern gibt's schließlich andere Spielerinnen und Spieler, die euch an den Kragen wollen. Und wenn die dabei Erfolg haben, dann ist euer Kram weg. Aktuell ist die erste Season in vollem Gang und bislang macht der Looter-Shooter einen echt guten Eindruck, auch wenn das Sounddesign und Balancing noch nicht so richtig optimal sind. Cuphead. Das hat knapp 5 Jahre nach seinem Release nämlich DLC-Nachschub bekommen und der kann euch dabei helfen, eure Geduld zu schulen. Neben einer Handvoll neuer Bosse gesellt sich jetzt auch Fräulein Kelch als spielbarer Charakter zu den Tassenbrüdern. Und um die dreht sich auch die Story der Erweiterung. Weil das drollige Trinkgefäß keine Lust mehr hat, als Geist durch die Gegend zu fliegen und endlich wieder einen festen Körper möchte, sucht das Trio Meister Salzbecker auf. Der hat zufällig auch das passende Rezept dafür. Dummerweise fehlen ihm aber die nötigen Zutaten. Die bekommt ihr natürlich von den neuen Bossen. Mit Fräulein Kelch spielen dürft ihr aber trotzdem von Anfang an. Die muss sich auch nicht hinter den Brüdern verstecken, da sie eine Reihe neuer Fähigkeiten besitzt, die nochmal für ein frisches Spielgefühl sorgen. Neue Ausrüstungen und Waffen gibt's natürlich auch. Zum Beispiel diesen zielsuchenden Schuss. Viel einfacher werden die Bosse trotzdem nicht. Ganz im Gegenteil, sie übertreffen die meisten alten Bösewichte in Sachen Schwierigkeitsgrad um einiges. Dafür sind sie aber auch wesentlich spektakulärer anzusehen. Die Kämpfe strotzen nur so vor Kreativität und Detailgrad. Dass da extrem viel Liebe reingesteckt wurde, spürt man bei jedem einzelnen Gefecht. The Delicious Last Course liefert für gerade mal 8 Euro, also noch mehr Cuphead-Action und toppt die ohnehin schon grandiose Formel mit den besten Bosskämpfen bisher. Falls Cuphead euch ein bisschen zu schwer ist, könnte Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge vielleicht einen Nerv treffen. Dass es sich bei dem Arcade-Prügler um eine Liebeserklärung an die alten Turtle-Klassiker handelt, dürftet ihr ja schon geschnallt haben. Animationen, Gegnertypen, Soundtrack und Spielmechaniken wurde aber richtig schön modernisiert, damit's auch heute noch schick ist. Just a minute! Shredder's Revenge wärmt aber nicht nur 20 Jahre alte Pizza auf, sondern ergänzt sie auch noch mit neuen Zutaten. Neu sind Ausweichrollen, aufladbare Schläge und Special Moves, die das Geschehen deutlich dynamischer machen. Im Story-Modus könnt ihr eure Charaktere außerdem durch abgeschlossene Abschnitte, Nebenaufgaben und Sammelquests im Level aufsteigen lassen und dadurch stärken. Auch die Levelpalette ist ein bisschen bunter und optisch abwechslungsreicher als bei den Klassikern. Klasse. Aber dass das mit dem abwechslungsreicher nicht fürs Gameplay gilt, ne? Das hast du mal geschickt für dich behalten. Ich zähle dir jetzt mal alles auf, was man im Spiel macht. Da wäre gehen und hauen, schweben und hauen und oh, Aufzählung vorbei. Ja, aber immerhin ist die Kampagne nur 2 Stunden lang. Ich verstehe schon, ne? Bei euch handelt es sich um einen besonders schweren Fall von Arschloch. Aber keine Sorge, ein Spiel habe ich noch und das hat mich noch nie im Stich gelassen. Mein Ass hört auf den Namen We Were Here Forever. Das ist ein Knobelspiel, in dem Teamwork unvermeidbar ist. Aber warum geht's? Mit einem Freund erwacht ihr in einem dunklen Verlies, aus dem ihr euch mit eurem Partner oder eurer Partnerin herausrätseln müsst.
Das klingt erstmal unspektakulär, ist in der Praxis aber richtig, richtig gut umgesetzt. Hauptsächlich verantwortlich dafür sind die coolen Rätsel. Die sind nämlich angenehm fordernd, folgen in aller Regel aber einer nachvollziehbaren Logik, die Frust vermeidet. Beide Spielfiguren verfügen über ein Funkgerät und müssen sich permanent gegenseitig unterstützen, indem sie etwas beschreiben, sich durch Labyrinthe lotsen oder Gegenstände hin und her reichen. Außerdem ist das Ganze wirklich abwechslungsreich und macht aufgrund seines Stils und der coolen Setting-Ideen auch optisch was her. Wie für solche Spiele üblich, braucht man natürlich etwas Geduld. Und es ist auch ganz klar von Vorteil, mit einem Freund oder einer Freundin zu spielen und nicht darauf zu hoffen, online einen coolen Teampartner zugelost zu bekommen. Aber weil ihr ja inzwischen zu einem richtigen Team zusammengewachsen seid, ist das ja bestimmt kein Problem, oder? Sag mal, wie konntest du dich eigentlich darüber freuen, dass mir da die scheiß Spiele aus der Brust platzen? Ja, wieso kommst du jetzt schon wieder damit an? Das Thema war doch durch. Was soll denn das jetzt? Das war nicht durch. Hier sind die Brüste. Dafür sind wir hier. Aber wir sind ja, unsere Mission ist es aber. Sind wir dafür hier, dass wir hier draufgehen oder was? Du hättest dich auch gefreut. Ich hätte mich einen Scheiß gefreut. Natürlich, dir geht's doch gut. Gefreut. Dir geht's doch jetzt gut. Was willst du denn? Oh, er ist tot. Holodeck abgekoppelt. So, was gibt's Neues? Ja, ich empfange hier starke Signale von einem größeren Spielerhaufen auf Lisadon 5. Beam dich sofort dahin! Jawohl! Okay. Sauerstoffwerte im Normbereich. Games geortet. Alles klar. Beginne die Suche nach dem Spielerhaufen. Games-Strahlung bei 95. Ziel in einem Meter. Ein Meter. Boah! Geil! Nicht mein Lieblingsgame. Ach, das ist dein Spiel? Ja, das ist hammergeil. Hammergeil also? Ja, cool. Genau danach habe ich gesucht. Ja, hammergeil. Ey, was machst du denn da? Keine Sorge, in dem Ding hier steckt eine künstliche Intelligenz namens ING0 und die kann Games automatisch scannen und reviewen. Ernsthaft? Ja, pass auf. Neon White erkannt. Krank. Starte Review-Prozess. Der schicke, minimalistische Shooter Neon White konzentriert sich mehr auf schnelle Bewegungen als auf zielgenaue Ballerei. Hier sind die Waffen, die ihr in Form von Karten erst im Level einsammeln müsst, auch gleichzeitig eure Skills. Die Pistole erlaubt einen weiteren Sprung in der Luft, mit dem MG werft ihr eine Granate, die euch in die Höhe wuchten kann, und das Gewehr lässt euch dashen. Wenn ihr es schafft, die Aktion schnell aneinander zu ketten, kommt ihr euch da bucklig vor PC oder Switch sitzend cooler vor als Neo und Trinity aus der verdammten Matrix. Das Spiel motiviert euch mit vorgegebenen Zeitzielen und kurzen Levels dazu, immer Gas zu geben und der Speedrun-Champion eurer Freundesliste zu werden. Ha! Friss das wird! Dabei entwickelt Neon White mit einem Fingerschnipp mehr Flow als die Elbe bei Flut. Jeez. Weil ihr bei Verwendung der Skills aber auch die jeweilige Waffenkarte ablegt, wollen die klug eingesetzt werden. Gesteigert wird das noch, wenn ihr den in fast jedem Level versteckten Geschenken hinterherjagt oder Sidequests angeht. Dadurch wirkt Neon White stellenweise schon fast ein bisschen wie ein Puzzlespiel.
Obendrauf sorgt das für spielerische Abwechslung, damit euch vor lauter Speedrun-Sprints nicht die Puste ausgeht. Dafür sind sicherlich auch die Geschichte und die ganz leicht an Persona erinnernden Beziehungen zu Nebencharakteren gedacht. Aber die sind leider so cringy geschrieben, you wouldn't really abandon a cute girl like me, would you? Dass ihr am besten einen Skip-Speedrun draus macht. Abgesehen davon ist Neon White aber eines der flowigsten und fantastischsten Spiele dieses Jahres. Not bad for a dead guy, huh? Ey, du? Ja? Sag mal, kannst du die auch noch scannen? Ich hab dir noch nicht gezockt und wir wissen, ob es sich lohnt. Klar, kann ich machen. Starte Review-Prozess. Underdog Detective ist, wie ihr bereits seht, ein FMV-Spiel. In Gänze heißt das Full Motion Video und bedeutet, dass hier aus realem Filmmaterial ein Spiel gebaut wurde. Die Dinger hatten in den 90ern ihre Hochzeit, heutzutage sind die aber durchaus eine kleine Besonderheit. Aber auch Story und Setting sind mal was Neues. Du Shun lebt im 7. Jahrhundert in einem Armutsviertel einer chinesischen Stadt. Da ist er als Amateurdetektiv und Antiquitätenverkäufer tätig. Wie das zusammenpasst? Keine Ahnung. Aber der Typ ist mir direkt sympathisch. Um einen Jadestein zu verkaufen, saugt er sich zu Anfang direkt eine Geschichte aus den Fingern, die sich um einen Helden, ein Grab, Zombies, eine Prinzessin und die Liebe dreht. Not bad. Und auch was das Gameplay angeht, bietet Underdog Detective einiges an Abwechslung. Mal müssen Hinweise gefunden und Entscheidungen getroffen werden, mal muss man sich einfach im Rhythmus des Schnarchens an einer schlafenden Person vorbeischleichen. Zwar gibt es das Spiel nur mit englischen Untertiteln und die Spielzeit ist mit circa 2 Stunden etwas kurz, wer aber Bock auf ein witziges Spiel der etwas anderen Sorte hat, sollte ruhig mal einen Blick in Dushuns Antiquitätenladen werfen. Weiter geht's mit Hard Space Shipbreaker. Wenn ich euch jetzt sage, dass das im Weltraum spielt und es Raumschiffe gibt, geht ihr wahrscheinlich intuitiv davon aus, dass ihr, wie zum Beispiel in Elite Dangerous, krasse Weltraumschlachten bestreiten werdet. Tja, falsch gedacht. In Hard Space Shipbreaker übernehmt ihr die Rolle eines sogenannten Abwrackers. Dessen Aufgabe ist es, ausrangierte Raumschiffe in einer Bucht zu zerlegen und zu recyceln. Je besser ihr das macht, umso mehr Kohle gibt's am Ende. Und die könnt ihr gut gebrauchen. In der Ausbildung zum Abwracker habt ihr nämlich einen ganzen Berg Schulden angehäuft. Um die Schiffe zu zerlegen, stehen euch verschiedene Werkzeuge zur Verfügung. Zum ersten wäre da eine Art Röntgengerät, mit dem ihr das Gerüst des Schiffes anschauen könnt. Zweitens gibt's einen Laser, mit dem Verbindungsstücke gelöst und große Stücke in kleine zerteilt werden können. Und drittens wäre da der Wurfhaken, mit dem ihr euch an Objekte ranziehen oder sie bewegen könnt. Auf den ersten Blick sieht das natürlich mächtig unspektakulär aus. Und es ist auch absolut richtig, dass Hard Space Shipbreaker ein äußerst gemächliches Spiel ist, das durchaus ein paar Längen hat. Das bedeutet aber nicht, dass es keinen Spaß macht. Einerseits, weil jedes Schiff wie ein kleines Rätsel ist, bei dem man erstmal schauen muss, wie man am besten vorgeht, und andererseits, weil man dem Spiel einen gewissen Humor nicht absprechen kann. Wer keinen Action-Dauerbeschuss braucht und Geduld mitbringt, kann damit also seinen Spaß haben. Valuable component destroyed. Penalty applied. Übrigens, wie viele Pachinko-Roguelikes habt ihr eigentlich so in eurer Steam-Bibliothek? Zero! Ja, okay, dann komm mal rein. Don Bilbo hat vielleicht was für dich. Und zwar Peklin. Ein wilder, aber ziemlich süchtig machender Mix aus dem hier. Und dem hier. Und so sieht das dann aus. Im unteren Teil des Bildschirms verschießt ihr eure Orbs. Je mehr Pins ihr trefft, desto mehr Schaden macht ihr. Und hier kommt der obere Bildschirmteil ins Spiel. Nach jedem Schuss sind die Gegner dran und machen entweder einen Schritt auf euch zu oder greifen an. Nach jedem Kampf kriegt ihr Belohnungen. Entweder in Form neuer Orbs, die bestimmte Fähigkeiten haben, oder Relikte, die euch passive Fähigkeiten verleihen. Im besten Fall wählt ihr euer Loadout natürlich so aus, dass möglichst viele Synergien entstehen. Und das sieht dann so aus. Natürlich hat das Ganze viel mit Glück zu tun. Aber durch die Roguelike-Mechaniken kommt auch genügend Strategie ins Spiel. Wer ein entspanntes, motivierendes Spielerlebnis für zwischendurch sucht, ist hier genau richtig. Mit gerade einmal 3 Welten und einer Handvoll Bossen muss contenttechnisch aber noch etwas passieren. Ist aber alles auch noch im Early Access. Ach ja, und liebe Leute von Red Nexus Games, bitte bringt das Spiel auch als Mobile-Version raus. Das wäre klasse. Danke. Auf den ersten Blick wirkt Soundfall wie ein stinknormaler Dungeon-Crawler mit knalligen Laserwaffen.
Im Kern ist der bunte Shooter aber viel mehr als ein Rhythmusspiel. Geballert wird nämlich im Takt der Hintergrundmusik. Schafft ihr es passend, den Abzug der Waffe durchzudrücken, steigt eure Combo-Anzeige, womit eure Space Wurm erst so richtig reinhauen. Gleiches gilt übrigens auch für euren Nahkampfangriff und die Dash-Fähigkeit. So müsst ihr am Ende nicht nur Gegner rhythmisch wegballern, sondern auch Hindernissen im Takt ausweichen. Nach etwas Eingewöhnung kommt ihr so irgendwann in einen besonderen Flow. Sollte euch dabei der sehr stimmige Soundtrack nicht zusagen, könnt ihr sogar zu eurer eigenen Musik ballern. Vorausgesetzt, ihr spielt die PC-Version, denn auf der Konsole fehlt dieses Feature leider. Plattformunabhängig hält euch das Loot-System zusätzlich bei der Stange. Ihr sammelt auf eurer musikalischen Reise haufenweise Ausrüstung und Waffen mit verschiedenen Seltenheitsstufen und Fähigkeiten. Nicht nur das Ausprobieren verschiedener Wummen sorgt für Abwechslung, sondern auch die unterschiedlichen Heldinnen und Helden mit ihren einzigartigen Fähigkeiten. Wer mag, kann sich auch im Koop-Modus mit bis zu 4 Spielerinnen und Spielern durch die Level grooven. Leider harmoniert nicht alles so toll wie das Gameplay, denn schon nach kurzer Zeit trefft ihr in den prozedural generierten Levels immer wieder auf dieselben Gegner und ähnliche Architektur. In den Gebieten gibt es dann obendrauf auch nicht wirklich was zu entdecken, weshalb ihr schnell das Gefühl bekommt, alles schon mal gesehen zu haben. Trotzdem ist die stimmige Genremischung für alle mit Rhythmus im Blut einen Blick wert. Wow, das war echt interessant. Wir könnten richtig gute Freunde werden. Was dauert denn da so lange? Hast du die Spiele gefunden? Ja, hab ich hier. Cool, dann haben wir jetzt genug Games. Komm, wir müssen bis zum Mittagessen zu Hause sein. Sonst schimpft Mutti. Tschüss, Herr Alien. War nett, Sie kennengelernt zu haben. Arschloch. So. Alle mal herhören. Wir haben unsere Mission erfolgreich beendet. Lieutenant Bubatz, Kurs auf die Erde. Mit Warp-Geschwindigkeit. Ich glaube, das war der hier. Ja, ich hab's! Das Hot Wheels DLC zu Forza Horizon, Captain! Captain? Hallo? Basti? Achso! Scheiße, stimmt ja. Wir sind schon mal vorgeflogen. Du kannst ja zu Fuß nachkommen, das hält schlank. Zu Fuß? Sag mal, geht's noch? Ja, hallo, Schatz. Ja, ich bin auch unterwegs, wird ein bisschen später bei mir. Na toll! Wie viel später denn? Och, so ungefähr 3 bis 4 Milliarden Jahre. Schon wieder?